Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost The Musician. Ich frage mich immer, wann haben wir es geschafft, ne? Die dritte Episode hier da zu besiegen. Ich hoffe, euch stört dieses Geblinkelicht. Ich finde es sehr angenehm und weihnachtlich. Also mir gefällt das ziemlich sehr, dass es bunt ist im Hintergrund. Ich möchte diesen Hintergrund auch nochmal irgendwann mal ändern. Hier ist Robbie the Rabbit. Kennt ihr Robbie the Rabbit von Silent Hill? Ja, aber der hat hier die Sons of Anarchy Mütze auf tatsächlich von Jax Teller. Das möchte ich irgendwann mal gerne ändern. Aber ich finde es schön, es sieht gut aus. Ich kann es tatsächlich hier selber sehen. So, ihr Mäuse, los geht's. Lass uns loslegen. Jetzt fügen wir Emilia die Gruppe hinzu oder haben das gemacht. Und das ist die kleine Schwester von Timon, der Sohn von diesem Polizeioberkommissar Strasser, der jetzt mittlerweile auch ein bisschen lala im Kopf ist, weil er auch schon verfolgt wird von Serena. Trotz all dem gehen sie von einer Sekte aus und ja, wir sind die Schuldigen, ne? Gut, okay. So weit, so gut. Wir sparen uns die Begrüßungsrunde. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt auf einmal wird hier niemand mehr freundlich begrüßt. Nein, nein, das geht jetzt richtig ab wie eine Tüte Mücken hier. Ihr wisst ja alle, um was es geht. Bringen wir es hinter uns. Okay. Vielen Dank, Emilia. Cedric und ich werden dich begleiten. Es gibt noch ein kleines Problem. Das Sicherheitssystem der Polizeiwache. Sie weiß auch alles Bescheid, ne? Dafür, dass sie erst 12 ist, ne? Ja. Wir werden höllisch aufpassen müssen, dass die Überwachungskameras keinen Alarm schlagen. Das ist das geringste Problem. Ein kleiner Trojaner wird dafür sorgen, dass die Kameras kurzzeitig nicht verfügbar sind. Okay, wir hacken das mal ganz flott. Bop. Der Trojaner ist jetzt installiert. Blum. Die Überwachungskameras sehen dank Tomji jetzt schwarz. Dank mir. Ja, dank, dank. Und ihr habt auch mitgemacht. Perfekt. Sind gerade am Polizeirevier angekommen. Meine Fresse, sind die schnell. Lale. Dürfen die jetzt einfach so ein Polizeiauto fotografieren? Oder haben die Kontakte dazu, zu dieser Polizei? Oder haben die vielleicht gefragt, ja, ohne Kennzeichen und sonstigen Kram, ob wir mal ein Foto machen dürfen für ein Videospiel? Finde ich cool, was die alles können. Okay, auf geht's. Wir melden uns gleich wieder. Finde ich cool, was die so alles können. Tatsächlich, also ich finde es echt total klasse. Huch, mein Mikrofon. Ups, was war das denn? Dr. Leitner. Haben Sie kurz Zeit. Was ist denn jetzt? Es gibt da noch eine Sache, die ich Ihnen nicht voranhalten mochte. Was kommt denn jetzt noch? Hat das was mit Serena zu tun? Nein, es geht um die Kommilitonin Chiara. Wir hatten für ungefähr einen Monat eine Liebesbeziehung. Ich habe diese jedoch vorgestern beendet. Und wieso erzählen Sie mir das nicht schon früher? Und da fragen Sie mich bei der nächsten Besten um Rat? Ich weiß Bescheid, Chiara hat es mir erzählt. Für Sie war ich wohl die große Liebe. Was mir am Anfang sehr schmerzte, war am Ende nur noch eindruckend. Ein Monat ist nicht lang. Als ich Chiara dies vor einer Woche mitteilte, hatten wir einen heftigen Streit. Danach habe ich versucht, ein wenig auf Abstand zu gehen. Vorgestern hatte ich dann das Treffen mit der jungen Dame, von der ich Ihnen das Foto zugeschickt habe. Patricia macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in unserem Krankenhaus. Zwischen uns hat das direkt gefunkt. Warum schreibt ihr uns das? Deshalb hatte ich mir vorgestern Abend mit Chiara getroffen und die Beziehung endgültig beendet. Dann habe ich Ihnen also noch dabei geholfen, Chiara das Herz zu brechen. Oh.
Jüngere Dinge haben es ihnen anscheinend angetan. Danke, dass sie so offen zu mir sind. Wir müssen auch ehrlich sein. Dann habe ich ihnen dabei also geholfen, Kiara das Herz zu brechen. Es ist ja so, Kiara ist eine gute Freundin, ne? Ja, wir sind eigentlich auf ihrer Seite. Zwischen mir und Kiara hat das Ding nicht funktioniert. Aha. Nun gut, jetzt habe ich ihnen alles offenbart, was es zu offenbaren gibt. Ich bin jedoch immer noch über die Nachricht schockiert, dass Serena zu dem Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Und noch viel mehr darüber, dass es kein Selbstmord war. Der wird es ja vielleicht wissen. Ah, ich weiß es nicht. Wenn ich irgendwie helfen kann, Serenas Mörder zu finden, bitte sagen Sie es mir. Aber andersrum, mit dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, da hätte Serena ja auch sich irgendwie gemeldet, ne? Organparty. Hier wimmelt es nur so von Polizisten. Ja, Polizeirevier und so, ne? Ohne Emilia wären wir niemals unbemerkt vorbeigekommen. Wir stehen jetzt vor der Asservatenkammer und niemand hat uns gesehen. Ja, dann geht mal rein. Wir wollen ja rein, nicht davor stehen. Mhm. Asservatenkammer, Zutritt nur für berechtigte Personen. Mhm. Cool. Schön. Das war echt knapp, Cedric. Manchmal ist Cedric ist manchmal ein richtiger Tollpatsch. Hauptsache, ihr habt es geschafft. Manchmal? Was hat er denn angestellt? Das interessiert mich. Was hat Cedric wohl angestellt? Wir wären beinahe aufgeflogen, als Cedric einen Anruf bekam. Der Schlaumeier hat nämlich sein Handy nicht auf lautlos gestellt. Ja, Cedric, also das üben wir nochmal, ne? Ja. Du solltest dazu sagen, dass er Gordula Grün als Klingelton hat. Wer ist denn das? Kenn ich gar nicht. Cedric, das zu dem Thema einmal mit Profis. Fuck you, Cedric, du weißt hier doch eher, was auf dem Spiel fehlt. Du dreckige Puta. Ja, ich hab's verstanden. Cordula Grün? Cedric, du bist so ein Held. Könntet ihr jetzt bitte loslegen? Genau. Wir betreten jetzt die Kammer und melden uns später wieder. Nora, ach nein, nicht dafür haben wir doch jetzt gar keine Zeit. So, da bin ich wieder. Oh Gott, ich habe gar keine Lust gerade. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach ja, die fliegt ja bald zu uns. Wenn sowas dann aufgeht, die fliegt ja morgen zu uns, ne? Morgen Vormittag um 11.05 Uhr. Ist es soweit? Dann geht endlich mein Flug nach Deutschland. Ja, verflieg dich nicht. Und wenn ich dann um ca. 13 Uhr gelandet bin, gönne ich mir erstmal eine leckere Currywurst, ja. Gibt es die in Norwegen nicht? Kann ich verstehen. Ich mag kein Fastfood. Beweisstück A. Naja, Fastfood, das ist kein Fastfood. Das ist Imbiss. Imbiss sehe ich nicht als Fastfood. So, also Junkfood ist ja für mich ja Junk und Fastfood. Das ist für mich so Burger King, McDonald's und Kentucky schreit Ficken und Kotzlöffel und so was alles. Ich vermisse das so sehr. Auf dem Weihnachtsmarkt in Oslo gab es mal einen deutschen Stand mit Lebkuchen, Dominosteinen etc. Die Currywurst hat in Norwegen so gut geschmeckt, dass ich sie direkt ausverkauft war. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich freue, wieder nach Deutschland zu kommen. Und besonders zu dir. Die Sache ist, hier gibt es keine Weihnachtsmärkte. Meine Mutter fragt mich ständig, warum ich so übertrieben gut gelaunt bin. Wenn sie wüsste, gibt es in Norwegen Weihnachtsmärkte? Jetzt zur Corona-Zeit? Weiß ich nicht. Finde ich schade. Wir machen Corona-Markt, ja, ist klar. Wir machen Weihnachtsmarkt tatsächlich am Samstag bei uns auf dem Balkon mit den Kindern. Da brate ich auch schöne, also grill ich auch eine Wurst auf dem Balkon. Und machen wir Punsch, Kinderpunsch. Wir trinken natürlich einen richtigen Punsch mit Schuss und so und alles. Und die dann auch selbstgemachte, gebrannte Mandeln und Mutzenmandeln wollen wir machen und so. Und dann wollen wir dann mit Spielkasten, unsere Jüngste ist ja 7 Jahre alt. Und die, dann haben wir uns einen Spielzeugkasten mit Spielzeuggeld. Und die kassiert das Geld dann immer ab, dann so, weißt du? Das machen wir so. Mhm.
Ich weiß nicht, ob es euch gerade interessiert, aber irgendwie habe ich das gerade im Kopf gehabt und ich freue mich irgendwie voll darauf auf Samstag. Okay, es gibt ja noch eine Sache, über die ich mit dir reden muss. Das wird jetzt für dich etwas befremdlich sein, aber ich komme nicht drum rum. Es jetzt sagen, ich habe ein dunkles Geheimnis, diesen Mann. Du machst mir etwas Angst. Ein dunkles Geheimnis? Mich kann aktuell nichts mehr schocken. Das denke ich auch. Seid ihr denn nicht so sicher? Ich heiße eigentlich Aaron. Seht ihr, der... Kaum einer hat es je zu sich Gesicht bekommen. Was ist denn das? Das ist Rudi. Ich kann ohne mein Kuscheltier nicht einschlafen. Den hat mir meine Omi mal geschenkt. Nein, danke. Na, danke. Und ich dachte schon, was kommt jetzt denn Schlimmes? Das ist das zweite Mal, dass ich heute reingelegt wurde. Das mit Lea geht sie gar nichts an. Ne? Wenn wir uns eh nicht treffen, haben keine Zeit für so einen Scheiß. Ich glaube, wir zwei haben noch viel Spaß. Aber ich komme da nicht drum herum, ne? Ich muss sie ja treffen, ne? Ich bin hier ihr Mentor quasi. Du, meine Mutter ruft. Bis später. Schlürf. Leute, hier stehen hunderte von Aktenordnern. Ja, dann such mal. Alle nur mit Aktenzeichen versehen, keine Namen. Ja, dann guck mal in den PC. Aber andersrum, das könnten wir, glaube ich, machen, ne? Ein Video. Was zur Hölle? Wie viele Ordner sind das? Das finden wir doch niemals. Wie sollen wir da jemals Serenas Akte finden? Emilia, was sagst du dazu? Gibt es dort vielleicht irgendeine zugehörige Namensliste? Das muss es doch sein. Die haben immer Namenslisten am Anfang des Asservatenkammers. Aber oder eben halt in den PC. Die werden ja sicherlich einen PC da haben. Selbst die Cops merken sicher die Nummer nicht alle im Kopf. Das wird leider nicht der Fall sein. Woher willst du denn das? Ach, hier ist der Cop gewesen. Ah. Denn die Akten sind aus Datenschutzgründen bewusst ausschließlich mit Aktenzeichen versehen. Das fällt dir aber früher ein. Aber wirklich, wir haben da eigentlich nichts zu suchen und... naja. Ja. Wartet mal, ich hätte eine Idee, wie wir an die Info kommen könnten. Ich weiß, dass mein Vater alle wichtigen Daten über eine Firmencloud der Polizei abrufen kann. Dort finden wir bestimmt auch die Ablage von Serenas Akte. Ja. Ich kenne auch die Internetadresse, weiß jedoch die Login-Daten nicht. Die Online-Daten der Polizei meist speziell kodiert. Tomschi, das wird kein Zuckerschlecken. Ich werde weiter schauen, dass die IT-Abteilung uns nicht auf die Schliche kommt. Hier ist der Link zur Login-Seite. Ups. Pop, pop. Das finde ich immer geil. Die machen dann immer selber irgendwie solche Seiten dann immer, ne? Ja, das ist doch gut. Und nun? Helmut Strasser. Wie komme ich hier wieder zurück? Username Login. Ja, wie sollen wir das denn rausfinden? Fegeschaken. Ja, sollen wir nicht erstmal hacken? Ich will. Ja. Nein, ich will doch einfach zurück, Mann. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Ah! Gut, ich kann die Seite aktualisieren, das finde ich ja sehr toll, dass ich das kann, aber ich komme nicht mehr zurück. So, ich probiere es erstmal gleich mal zurückzukommen, mal gucken. Wie ich jetzt da rauskomme, habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich habe was Interessantes gefunden. Man kann das hier tatsächlich durchstöbern und dann findet man hier tatsächlich nochmal Fallbesprechung Ruby Engmann. Was total interessant ist, oder? Und da kann man eine ganze liebe Kollegen und Kollegen, liebes Team, um sicherzustellen, dass unsere gesamte SK auf den gleichen Stand ist, möchte ich im Vorgang besprechen kurz die neuesten Infos zusammenfassen. Gestern Abend wurde
eine Streife zum Haus von Ruby Engmann in der Goldmann-Hand, blablabla, gerufen. Dort fanden unsere Kollegen neben einem Zeugen, Bernhard Kruger, der den Notruf gewählt hatte, den Leichnam von Frau Engmann. Unter anderem konnten folgende Beweise sichergestellt werden. Eine abgebrochene Packung Schlafmittel, also angebrochene, zwei Abschiedsbrüche gerichtet an meine Freunde, meine Familie. Auch wenn die Kollegen von der Gerichtsmedizin nach der ersten Untersuchung den Verdacht der Selbsttötung bestätigen konnten, sollten wir die endgültige Ergebnisse der Obduktion abwarten. Torben Hunter wird dieses heute um 16 Uhr leiten. Der oben genannte Fall direkt um den Tötungsdelikt Gabriela Winter und vermeintlichen Unfall zu Quentin Winter steht in den Anwesenheit zum SKK. Okay, cool. Aha, hier, Dave. Dave ist da. Schön. Okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Als Couple. Kreninversion. Das ist der Kommissar Strasser. Anstehende Termine. Ja, guck mal, da ist auch der andere von. Der Carsten. So, Startseite, Termin. Genau, das war das. Wie komme ich wieder zur Startseite zurück? Startseite, Akten suchen. Aber wie kann ich hier nichts einhacken, ne? Das, ach doch, guck mal hier. Machen wir, wie hieß die Serena? Oh, warum geht das jetzt nicht? Doch. Jetzt vielleicht? Warte. Serena Blake, da haben wir sie ja. Ablageort nicht verfügbar. Die Aufbewahrungspflicht der Akte Serena Blake mit den Aktenzeichen 113E ist abgelaufen. Sie wurde per Mail über weiteren Verlauf informiert. Okay. Dann müssen wir die E-Mail nochmal checken eben. Postfach. Ja, ich dachte, das wäre die Akten suchen. Ja, aber ich dachte, wir sind im Postfach jetzt hier gerade. Postfach. Sehr geehrte Frau Winters, auch diesen Wege möchte ich Ihnen nochmal bla bla. Genau, das sind Trauerbumsen. Asservaten, Helmut wird Architekt für den Vordermann entsorgen und die Akten der Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist. Ich schreibe nachher nach per Messenger, um welche Akten es sich handelt. Mit freundlichen Grüßen, Dingsbums. Betreff Pokerabend. Gut. Okay, dann haben wir das. Aber wer wird per Messenger wird er bescheid? Und der Messenger, den haben wir nicht. Da haben die Möglichkeit irgendwie. Das ist schlecht für uns. Könnten wir jetzt müssen wir, jetzt wäre es gut, wenn wir hier rauskommen würden. Also wie gesagt, ich versuche nochmal rauszukommen aus dieser Geschichte hier und dann. Aber wir haben jetzt das Wichtigste. Was haben wir jetzt rausgefunden? Dass die Akte von Serena jetzt weg ist. Dass er per Messenger einen Hinweis darauf bekommen hat, wo die sich jetzt online zur Verfügung steht. Und naja, den Verdacht auf dennoch auf Mord an Ruby. So. Gut, Kinders, lass uns nochmal kurz versuchen. So, ich musste tatsächlich nochmal das Spiel neu starten, liebe Kinderchen. Ja, wir haben es kurz gehackt und mal gucken, was passiert. Wir haben die Zugangsdaten. Aber ich finde es jetzt mal den Aufwand, den sie machen, tatsächlich, um solche Seiten nochmal herzustellen, finde ich total geil. Einfach für das Spiel nochmal irgendwie noch ihre Homepage machen. Ich find's klasse. Unser Kriminalhauptkommissar nutzt tatsächlich den Namen seiner Tochter als Passwort. Typisch Paps. Ich sollte deinem Vater mal ein paar Tipps in Sachen Cybersicherheit geben. Aber da mussten wir erstmal drauf kommen, ne? Ja. Und wo wir gerade dabei sind. Die IT-Abteilung der Polizei hat meinen kleinen Hackerangriff scheinbar bemerkt. Ich weiß nicht, wie lange ich deren Sicherheitssystem noch lahmlegen kann. Shit, ihr müsst euch beeilen. Wir brauchen das Aktenzeichen.
Wenn mein Vater das rauskommt, bringt er mich um. Dann bringt er mich wirklich um. Nein, macht er nicht. Er hat dich als Passwort drin. Wie soll ich? Dann muss er den anderen reinmachen. Tomschi, such du das Aktenzeichen von Serena, während ich meine Kollegen bei der Polizei wieder in Schach halte. Hier nochmal der Link. Ach herrje, dann kommen wir nachher wieder nicht raus, wa? Username Strasser. Passwort Emilia. Ach, Kinderse, komm ich da nicht. Das ist natürlich echt total doof für uns. Wir kommen dann nämlich danach nicht mehr raus. So. 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 Jetzt sind wir. Guten Morgen, Helmut Strasser. Schutz und Mary. Fall Quentin. Da haben wir auch den Fall. Siehst du von Quentin im Pool. Wie gesagt, ich finde das sehr klasse, was wir gemacht haben. So. War das ein Fehler, dass ich da gerade jetzt so rein konnte? Ja, das hat sich. Warte mal, kann ich hier weitermachen? Profil aufrufen. Okay. Mittagspause, E-Mails, Strasser, Asservatenkampf informiert. Verlauf. Ah! So. Hallo Helmut. Du hast meine E-Mail bezüglich der Akten bekommen? Hallo Tim, gerade gelesen. Wir haben verschiedene Akten, bei denen Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Schredderregal verlegt. Die Dokumente liegen ab heute noch eine Woche im Regal Nummer 5. Danach werden sie vernichtet. Solltest vielleicht auch nochmal einen Blick aufwerfen. Will ich tun. Danke für die Info. Okay, dann haben wir jetzt, was haben wir? Regal Nummer 5 und im Schredderregal heißt das ganze Ding. So, wie gesagt, wir müssen hier versuchen, nochmal rauszukommen. Es ist echt scheiße, hier rauszukommen, Leute, ehrlich. Wieso komme ich hier nicht denn aus dieser Internetseite raus? Das ist echt schade. Ja, ich kann das auch nicht schließen oder so. Ja, ich muss nochmal so, ganz kurz breaken. Wir haben das rausgefunden. Jetzt können wir doch bitte mal was eingeben, hoffe ich. Ich habe das Aktenzeichen gefunden. Ja, komm, hör auf. So. Es ging auch ziemlich flott, hätte ich nicht gedacht, dass ich da gleich drauf komme. Aber finde ich gut. Das beweist doch besser meine Intelligenz. Es lautet A13, nein. Es lautet 21.3, nein. Es lautet bla, nein. Es lautet 13. Hä? Was? Das war doch irgendwas mit 5. Komm, wir hauen mal einfach alle durch. Egal. Wir hauen einfach mal alle durch. Warte kurz. Jetzt war doch irgendwas mit 5. Schredderregal und dein Aktenzeichen 5. Warum kommt denn jetzt sowas hierbei raus? Hä? Hä? Warum? Das Aktenzeichen kann nicht stimmen. Es muss, muss mit einem Buchstaben sein. Hast du den hier geschaut, Tom G? Ja, hätte ich darauf klicken müssen. Ja, aber wenn er das weiß, warum sagt er das denn nicht? Ich schau mal selbst einen Moment. Ha, siehste, geht doch. Ja, aber warum sagt er das denn nicht? Genau. Aber wieso? Da stand doch selber jetzt hier Schredder-Dings, Schredderregal, Aktenzeichen 5. Das war der Fall mit Bums. Ich hab's. Achso, das hätte ich auch noch sehen. Okay. Danke, Wolf. Tomji, jetzt brauchen wir nur noch die Regalnummer. Die habe ich zum Glück gefunden. Gut, das habe ich, glaube ich, einfach überlesen, ne? Regal Nummer 8, Regal Nummer 3, Regal Nummer 11, Regal Nummer 2, Regal Nummer 5. Wenigstens das haben wir. Ja, ja. Respekt, saubere Arbeit, Tomsi. Danke.
genau so läuft's. Wir melden uns gleich wieder. Okay. Aber da soll es 17.18 Uhr sein, ganz schön spät schon, ne? Ist der Tag ja auch schon wieder rum. Bei Tag, huch. Was will die Alte denn jetzt schon wieder? Hallo, Tomchi. Ich möchte dich gerne zu Quintus und Gabis Trauerfeier nächste Woche einladen. Klar, machen wir, wenn ich bis dahin selber nicht tot bin. Ach, das haben sie aber schön gemacht. Abschied nehmen. Das Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ist ewig. Gabriela und Quinten. Komm den Montag um 16 Uhr im Hause der Familie Winters. Ja, klar, danke. Wärst du so lieb und informierst auch Gabrielas Studentenkollegen? Ja, machen wir. Also mach ich. Gabriele hätte es sich sicher gefreut, wenn ihr alle dabei seid. Das mache ich, Frau Winter. Vielen Dank. Wollen ja nicht überheblich werden, ne? Das mache ich, Frau Winter. Vielen Dank. Das freut mich zu hören. Ich kann das alles immer noch nicht fassen. Es wirkt alles so unwirklich. Als wäre ich von einem bösen Albtraum gefangen. Ich habe so langsam das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Ich sehe schon Dinge, die nicht da sind. Und habe ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich weiß, es klingt komisch, aber vielleicht versucht sie, die zwei mir zu zeigen, dass sie noch da sind. Gabriela glaubte doch an sowas. Denkst du, das ist möglich? Warum nicht? Es gibt mehr, als wir wahrnehmen. Es tut mir leid, aber dann glaube ich nicht. Da fragen sie freiwillig schon, warum wird er ja. Naja, komm. Danke, Tomchi. Der Gedanke macht es irgendwie leichter. Gerne. Das alles ist einfach nur unbeschreiblich traurig. Ja klar, du hast deine Kinder verloren. Was soll das denn sonst sein? Du wirst doch hier jetzt keine Party machen. Ich sitze an den Vorbereitungen für die Trauerfeier und die Beerdigung. Und erst jetzt wird mir bewusst, wie wenig ich meine Kinder kannte. Ich weiß nicht mal, welche Blumen sie sich gewünscht hätten. Ich glaube, es wäre auf selber rausgelaufen. Hätte ich gesagt, geschrieben, hier von wegen, kann ich ihnen sonst noch irgendwie helfen? Das ist, die labert uns jetzt so voll. Ich weiß nicht mal, genau. Gabriele und dich hat eine so besondere Freundschaft verbunden. Was würdest du sagen, welche Blumen hätten dir gefallen? Ich glaube, die weißen. Sie sollten das erste nehmen. Gabrielas hat Rosen geliebt. Mit dem weißen Herzen könnten sie nochmal zeigen, wie sehr sie genau. Das finde ich schon mal sehr cool. Das andere wäre zu bunt. Glaube ich. Das hast du schön gesagt, Tomsi. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche nur, ich könnte dir das noch einmal persönlich sagen. Hä? Mein Gott, bin ich... Bitte nicht schon wieder. Diese Wahnvorstellungen werden immer schlimmer. Was hat das noch zu bedeuten? Ich muss leider Schluss machen. Ah, es passieren gruselige Sachen, wenn wir mit dir schreiben, ne? Offline. Oh. Was war das? Yes, wir haben Serenas Akte. Na, endlich. Super Arbeit, Tomji. Danke. Sehr gut. Ihr müsst jetzt schnellstmöglich verschwinden. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier, das Sicherheitssystem noch kontrollieren kann. Dann nix wie raus hier. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Ja, wunderbar. Sind sie schon mal weg? Also, haben wir es geschafft. Klasse. So, Staffel Episode 3 beendet, wa? Ne? Nicht? Nicht? Fuck! Och, nö, nee, jetzt nicht sowas. Was sind das für Stimmen? Was ist los? Ja.
Geht's euch gut? Welche Stimmen? Was? Ah, ja. Der Strom ist ausgefallen. Es ist stockdunkel. Die elektronischen Stahltüren sind verschlossen. Ohne Strom kommen wir hier nicht mehr raus. Ja, wie scheiße. Immer steckt irgendwie Cedric in der Falle, ne? Ja, das ist alles Cedrics Idee. Ich glaube, Cedric ist der Schuldige. Warum wird es plötzlich unglaublich kalt hier drinne? Ich befürchte, wir sind nicht mehr alleine hier in der Kammer. Aber keine Sorge, ihr habt noch ein paar Tage zu leben. Also, ihr werdet jetzt nicht gleich umgebracht oder so ein Scheiß. Ich sehe eine Flamme vor mir. Was passiert hier? Oh, scary. Das ist ja mehr als creepy, Alter. Das war unheimlich. Ach, Gabriela ist auch noch am Start. Okay, cool. Ihr seid gefangen in ewige Dunkelheit. Licht werdet ihr nur im Tod finden. Ja. Warum will sie sich nicht gegen die... Warum hält sie sich an die Regel, Gabriela? Zwei Geister. War das das tote Mädchen? Achso, ich muss vielleicht ein bisschen weiblicher sprechen. Och, herrje. Leute, da ist der Sicherungskasten. Seid ihr irre? Nee. Was ist denn jetzt mit Jonathan? Schreibt doch mal. Shit, habt ihr das gesehen? Ist tatsächlich alles okay? Voll scary irgendwie. Alles gut, ich bin nur erschrocken. Ich werde diesen Strom wieder anstellen. Ja, bitte. Was ist denn jetzt los? Scheiße, wir haben den Alarm ausgelöst. Wir müssen schnell raus hier. Ach, ist das witzig. Was ist denn jetzt los? Scheiße, wir haben den Alarm ausgelöst. Wir müssen schnell raus hier. Wartet! Durch den Alarm wurden die Überwachungskameras aktiviert. Ja. Sollen wir die jetzt rausluten oder was? Also Wartenkammer. Lidl, 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 lidl. Da ist der Ausgang. Durchs Wartezimmer durch. Nicht schlecht. Warte mal. Wir sollen bestimmt zeigen, wo die rausgehen können, damit sie hier nicht... Habt sie. Sie müssen den Ausgang Nummer 3 nehmen. Vielleicht gibt es einen Weg ohne die Überwachungskameras. Welche drei Türen sollen wir nun nehmen? Warte mal eben. Haben wir Büroraum? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr beschissene Idee, wenn wir da reingehen. Hier würden wir auch an die Büros vorbeikommen. Und das sind, glaube ich, die Überwachungskameras. Fakt ist, auf jeden Fall sind überall die Kameras. So, warte mal. Zap, 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 zap. Ne, da kommen die denn da raus. Und würden dann ebenfalls in die Kameras reinlaufen. Es gibt, glaube ich, gar keinen Weg ohne eine Kamera. Doch, natürlich. Man muss durchs Wartezimmer laufen. Dafür müsst ihr die Tür Nummer 1 nehmen. Bob, 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 bob. Da würden die nicht zwangsweise... Ja, doch, die müssten einmal an den... Die kommen da gar nicht längs ohne... Ja. Also entweder die Tür 3, aber da laufen sie ja mitten in die Kamera rein. Erwischt. Oder die laufen dann hier, dann da und sind in der Falle. Und dann laufen sie da und laufen sie wieder zurück. Ach herrje. Also ich wollte sagen, das ist kacke, weil dann sind die gleich angekamerat. 2 geht direkt in die Kamera rein. Das ist keine gute Idee. 1 würde dann hier dran vorbeiführen.
Und dann würden sie, wenn sie es geschickt anstellen, Büroraum, da ist eine Kamera, aber da würde ich sagen, die nimmt die 1. Okay. Ja. Das schaffen wir niemals, ohne erwischt zu werden. Wieso nicht? Habt ihr den Plan? Achso. Wir laufen los. Okay. Ob sie es schaffen oder nicht. Huch. Oh, jetzt kommt Mutti schon wieder. Das erfahren wir in der nächsten Folge, ihr Mäuse. Hat Spaß gemacht, war spannend. Ja, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und